Auf dem Heimatplaneten des Sinestro Corps geht Batman Folge 24 los. Lego Batman Folge 24, um genau zu sein. Wir müssen helfen. Das nächste Batman-Spiel kommt doch noch dieses Jahr, oder? Arkham Knight. Arkham Knight-Ding? Ja. Weißt du schon? Ja. Da werde ich dann am Tag vor dem Release eine große Dummheit hier machen, damit ich zwangsbeurlaubt werde. Ja. Und dann kann ich das so lang zocken, wie ich lustig bin. Die Dummheit könnte auch heißen Urlaub einreichen. Ja. Das war Quatsch. Sie wollen was? Herr Obermeier. Also, es wird dieses Jahr auf jeden Fall passieren, weil entweder das oder das neue Fallout, eins von beiden. Das kommt aber dieses Jahr nicht. Selbst wenn wir ankündigen, glaube ich nicht. Was mich ja nicht davon abhält, trotzdem eine Dummheit zu machen. Das wieder, stimmt wiederum. Es wird angekündigt, da mache ich eine Dummheit, da kommt erst 3 Jahre später. Du sollst eine sehr große Dummheit machen. Ich glaube, das bringt nichts. Aber vielleicht kann der Große was machen. So Laserstrahlen. Warte mal, hier kann man was warte mal, Batman kann hier oben mit dem Powersuit. Das müsste gehen. Das müsste der Bohrer aus der Verankerung fliegen. Ach, dann kommt das hier raus. Ach, dann kann man da so einen Henkel hinbauen. Henkel trocken. Und dann kann der Grundy das rausreißen. Weil nur mit einem Henkel kann man... Gewalt, deswegen bin ich Henkel so schwach, weil man mir halt nie irgendwie so Henkel ja so schwere Sachen hinmacht. Das ist es. Okay. Das erklärt so einige. Das war dann nochmal Henkel trocken, das ist ein Sekt oder so, oder? Ich glaube schon. Oder Putzmittel. Eins von beiden. Aber wahrscheinlich Sektkenner auch sagen würden, dass wenn der Henkel trocken behauptet, das wäre Sekt. Haben wir den Martian Manhunter dabei? Nee, ne? Wer könnte denn das noch? Ich glaube, das ist, es kann nur er. Und der Joker hatte doch sowas auch. Aber der Joker ist ja nicht hier. Oh, ist das cool. Siehst du, ist das Visier von dem Batman so? Oh, geil. Ist ja wie Knight Rider. Ja. Oh, übrigens so gut. Heute Morgen dachte ich, mit dem Auto hergefahren, dachte ich, dass ich über Nacht Kit bekommen hätte. Weil nämlich, bei mir ist das Armaturenbrett vom Audi. Da sind so, ist so der Tachometer und so ist so rot, ja, rote Anzeige. Und es war halt sehr kalt heute Morgen und dann ist es wohl so, beim Losfahren hat sich der Grad der, wie sagt man denn, des beschlagenen Armaturenbrett-Displays verändert. Mhm. Und zwar so, wie da gerade zum einen irgendwie Luft durchzirkuliert ist und wie das Radio... Und dann dachte ich halt im ersten Moment, dass das so blinkt, als würde das Auto versuchen mit mir zu reden. So, ja, Michael. Und dann blinkte das immer so im Takt. Hat aber niemand ja, Michael gesagt. Und war gar nicht so gut. Ich meine, das ist ja das Schöne dran. Ich könnte mir sogar so ein Kit-Navi kaufen. Und wenn es mich mit ja, Michael anspricht, wäre ja alles gut. Gibt es ja wohl auch. Hast du den Anzug? Zieh mal an. Legen wir erstmal Bombe. Hast du eine schöne Bombe hinlegen. Warte. Da muss ich hier, warte mal, muss ich hier oben Magnetanzug. Guck mal, den kannst du wegvibrieren. Da waren wir nicht mehr als nur die drei. Die haben Urlaub. Geht denn das nicht? Schwingt's nicht. Du kannst ja hier einfach mal versuchen, weiterzukommen mit dem Elektroanzug. Ich hab bloß auf die Hämmer aufpassen. Ach so, ich dachte, ich soll hier das für alle schon irgendwie abbauen. Ach so, nee. What could possibly go wrong? Haben die da eigentlich die Hawk People fürs Glas? Ja, ja, sieht so ein bisschen so aus. Wie gesagt, ich kenne hier leider im Universum nicht aus. Das würde aber erklären, warum. Oh, da brauchst du den Tarnanzug.
Tarnanzug. Was würde das erklären? Warum die Justice League nicht so gut auf das Sinestro vorzusprechen ist. Weil du dich da nicht so auskennst. Genau. Nee, weil die Hawk People da, oder diese Hawkman. Das klar. Das ist ja auch irgendwie ganz schön scheiße, oder? Für Hawkman und Hawkgirl und so. Gibt auch Hawkgirl. Oder Hawkwoman, ich weiß, kenne ich da gar nicht so recht. Aber die sind ja dann, also eigentlich deren Fee oder deren Superhelden-Persona beruht darauf, dass sie halt Vogelmann und Vogelfrau sind. Ach doch, es gibt da zwei. Ja, das weiß ich noch aus Smallville. Ja, genau. Und wenn es aber einen ganzen Planeten gibt, wo es hunderte von denen gibt, dann ist deren, dann sind die halt, wow, wir sind Mann und Frau, ja, hervorragend, geile Superhelden seid ihr. Ja gut, aber das ist ja bei Superman nicht anders. Ja, nur, dass halt der Planet kaputt gegangen ist. Ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt hier mal den Anstand hätten, ihren Planeten auch zu vernichten, dann hätten sie das ja auch. Wäre das Problem erledigt. Muss man halt mal ein bisschen Engagement zeigen. Selbst der Manhunter, bei dem sind auch alle Marsianer irgendwie mit draufgegangen. So muss man das halt mal machen. Oh, ob der letzte Mensch auf irgendeinem anderen Planeten dann auch irgendein Superheld werden wird? Und wir es dann geschafft haben, hier alles kaputt zu machen? Ja, bestimmt. Der Omega-Mann. Der kriegt dann alle Lorbeeren. Die Lorbeeren eingesammelt. Oh, da brauchen wir Wonder Woman. Stell dich mal da drauf und laser das zurück. Und schieß mal oben den Dings ab. Bringt das was? Ja. Run die gelben Pyjama-Mann zerquetschen. Grundy! Oh. Deshalb holt er da immer so lustige Sachen raus. Er steckt halt auch welche rein. Fies. Oh, warte mal, kann Batman das was machen? Guckst du schon? Ja, wie, und jetzt wieder aufmachen oder was? Hä? Muss man nicht verstehen. Müsste der jetzt nicht hier irgendwo unten sein? Da ist ein Minikit. Hier ist was für Hell zum Bauen. Wir haben keinen Hell dabei, oder? Nee, der ist bei der anderen. Hell ist immer noch im Raumschiff. Oh, ich hab einen Hawk-Menschen. Aber das wird nicht reichen. Lass ihn gehen, Sinestro. Ich weiß selbst ein oder zwei Dinge über die Angst. Du hast keine Ahnung, Batman. Mein Gott, sind wir blöd. Was? Ja. Na, weil er doch da hängt. Wo ist Hell? Der hat einen anderen dabei. Ich meine eigentlich Hell den Computer. Achso, ja, dann. Nein, das kann nicht sein. Ihr seid Narren, wenn ihr mich nicht fürchtet. Sinestro wird euch die Angst lehren. Batman war auch mal beim Sinestro-Korps. Echt? Mhm. Da gibt es eine so eine Geschichte, wo ihn der Ring auswählt. Flieg mal mit Hell hier rüber. Kurz. Und komm mal hier. Wo bist du denn? Bin da oben. Achso. Verkantet. Was, der Sinestro-Ring wählt ihn aus. Der Furchtring. Ja, genau. Warum das denn? Naja, weil er ja schon fürchterlicher ist. Muss ich jetzt Wonder Woman? Achso, ich dachte, es geht darum, dass jemand Angst hat. Weißt du? Was ist das also, hier? Also, dass der Furchtring die Ängste der Leute manifestiert. Ich glaube, das geht um furchterregende Sachen. Außerdem hat der Batman auch Angst. Ist er versagt und so. War doch keine Angst. Doch, der hat Versagensangst. Warte mal, das könnte ich... Leiden. Eine Sache, die wir ihm bald voraus haben, weil wir haben Versagensgewissheit. Bestätigung, ja. Bleib mal kurz hier. Was denn machen? Versagen. Wir versuchen. So wie ich. Flieg mal da bitte hin. Ich versuche mal das zu lasern, aber ich brauche den richtigen Winkel, sonst geht's. Ja, genau. So ein Arsch. Wieso? Ich habe das Grüne da weggelasert. Ich dachte, darum ging's. Minikit.
Oh. Batman ist mal eben abgestürzt. Den brauchen wir jetzt gerade eben, weil dann muss ich hier tarnen. Dann zu der Kamera. Ja, wie kommt der hier hoch? Ich will hier nicht hochspringen. Warte mal. Welcher ist denn der Tarnanzug? Der hier, oder? Der, ja. Da, wo Tarnanzug dran steht. Der will hier nicht hochspringen. Hm. Muss man hier vielleicht erst irgendwas kaputt machen, um diesen Leiter zu bauen oder so? Im Zweifel zwar erstmal kaputt machen. Aber da ist doch auch so ein Griff. Springt keiner von denen ran. Warte, ich kann mal hier, was ist denn das hier? Ach, guck mal, hier kann man nochmal für Hell was bauen. Da kann ich jetzt hier so eine schnelle Leiter. Okay. Und das ist eine große Hand. Ja. Ja, das hat die Situation extrem verbessert. Ah, okay, jetzt sind da Kisten und dann kann man mit denen darüber springen. What could possibly go wrong? Ja. So, und jetzt Tarnanzug. Also ist das schon richtig. Nee, gedrückt halten. Das ist das andere Drücken, oder? Genau. Du musst da weggehen. Stehst hier extrem im Weg. Ratsch. Ach, das war ein Ventilator, oder? Oh. Alles dreht sich weiter, gut. Batman war auch außerdem auch mal bei den Black Lanterns, aber das ist ja so eine ganz blöde Geschichte. Das habe ich dir schon mal erzählt, dass dieser Versuch von DC-Universum so eine Zombie-Geschichte zu machen. Also da sind alle gestorbenen. Das hast du mir nicht erzählt. Alle gestorbenen Helden oder so, die werden dann durch Black Lantern-Ringe zurück zum Leben erweckt, aber die sind dann halt alle irgendwie rachsüchtig und böse und so. Mhm. Und gleichzeitig ist auch gerade die Geschichte, dass. Bevor sich noch jemand richtig wehtut. Da war diese andere Geschichte, dass Batman im Kampf mit, ich glaube es ist Darkseid, vermeintlich stirbt, ist vom Strahl getroffen und dann aber eigentlich nur durch die Zeit geschleudert, aber alle denken, er ist tot. Und dann gibt es irgendwie so eine Art Klon von Batman aus einer Lazarusgrube, also ganz komisch, bringen sie dann irgendwo so einen geklonten Körper her und der geht drauf und der steht dann wieder als Black Lantern auf. Also man kann es nicht noch konfuser bauen, um am Ende Zombie-Ring-Batman zu haben, aber hast du dann halt. Ach, siehst du, aber wo Klon, da fällt mir ein, doch hier wegen den Halo-Sachen. Ja. Die haben doch die für das erste Spartan-Programm haben sie doch die Kinder, 150 Kinder entführt. Mhm. Die haben sie durch Klone ersetzt. Die Eltern haben das nicht gewusst. Ja, was haben die da, warum haben sie nicht dann die Klone für die Spartans genommen? Das waren so eine schnell hochgezüchteten Klone. Also die sind wahrscheinlich, viele von den Kindern sind wahrscheinlich mit Hirnschäden dann geworden. Ach so, die haben die schon vom Säuglingsalter. Die haben die schon beobachtet. Also die haben Kinder gesucht, die bestimmte genetische Marker haben. Also quasi da die perfekte Kombination für haben. Dann haben sie 150 Kinder entführt. Sie wussten aber schon, dass sie im Grunde genommen das Programm nur für 75 Kinder maximal machen können. Und dann irgendwann startete das dann auch mit 75 Kindern. Und dann sind ja schon in den Testläufen sind welche gestorben. Dann sie waren schon vorher sehr, sehr außergewöhnlich, sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell und intelligent und so. Und dann wurden sie aber erst genetisch verändert. Dabei sind dann auch nochmal irgendwie 30 draufgegangen und ein paar zumindest körperlich behindert gewesen, sodass sie nur noch in Gang kommen. Warum liest es zur Abwechslung nicht mal deine Gedanken? Das tut es. Aber ich habe meine Gefühle so tief vergraben, dass ich nichts mehr finde, was mir Angst macht. Du musst Angst haben. Du brauchst deine Gefühle, Batman! Robin.
könnte verletzt werden. Ich hab sie. Auf geht's. Tu das. Sie haben meine Energiebatterien. Eine davon gehört mir. Wir werden sie uns wohl holen müssen. Hm. So ein Quart. Nee, am Ende sind nur 30, so um die 30 übrig geblieben von den Spartans. Und die sind ja dann alle in der Schlacht um Reach spätestens gestorben. Das hat sich ja gelohnt. Ja. Und dann ist halt nur der Master Chief übrig geblieben. Wie gesagt, also das erste Buch war jetzt echt, cool. Auch mit seiner Rüstung und was Cortana ist und so. Echt ganz witzig. Freue mich schon mal, mal weiterspielen. Mhm. Sieht aber schon ganz schön aufs Finale zugehen. Es geht aus, flott, ne? Also die ersten Level waren ja so ewig lang. Und die sind jetzt immer alle ganz schön überschaubar. Space Shuttle. Stand da gerade Enterprise drin? Ja. Die verkleinerte Erde erschwert es, Superman aufzuspüren. Ich habe Angst, dass wir ihn niemals finden. Wir müssen jetzt hier Festung der Einsamkeit, ne? In der nächsten Folge anschauen. Bis dann. Ciao. Tschüss.